Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge sozusagen. Castaway Paradise. Ich habe jetzt gerade Megabyte Punch unterbrochen, weil ich wollte es gerade aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss man ja die HP wieder regenerieren können mit den Bits, haben die doch im Tutorial gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, spielst du nochmal das Tutorial, fängst ein neues Spiel an. Und dann hat mich das Spiel gewarnt, ach du, wenn du das jetzt machst, dann geht der alte Spielstand verloren. Habe ich gesagt, alles klar, okay, dann eben nicht abbrechen. Ja, und hat dann doch trotzdem den Spielstand gelöscht. Das war natürlich super clever von dem Spiel. Und jetzt bin ich gerade dabei, wieder den alten Spielstand sozusagen wieder herzustellen. Level 1 und Level 2 also abzuschließen. Level 1 habe ich gerade durch und jetzt hatte ich erstmal keinen Bock mehr. Und jetzt wollte ich was aufnehmen. Castaway Paradise wollte ich sowieso mal machen. Gucken wir doch mal rein. Was haben wir denn hier? Schwein Victoria. Oh, ist das natürlich auf Englisch, weil das ja klar ist. Welcome there. Kelty Critter, are you alright? Ja, wir sehen ein bisschen komisch aus, habe ich das Gefühl. You're marooned on Castaway Paradise, dear. My name is Victoria, the Major here. I am Yoda. Last night, the storm wrecked our isle. Machen wir das Spiel ein bisschen für euch leiser, damit ihr mich noch verstehen könnt. You're just in time. Could you please help us clean up? Just follow my instructions. Also das Spiel ist eigentlich ein Handy-Game. Wie steuert man das denn? Gar nicht. Das ist natürlich praktisch. Dass ich das Spiel nicht steuert. Pfeiltasten geht nicht. WASD geht nicht. Mit der Maus geht nicht. Ah, click on the trash. Oh. Oh. Stimmt, weil es ist ein Handygame, deswegen spielt man das mit Touch-Steuerung. Ich habe es extra auf Pretty gestellt, ja. Und es ist richtig pretty, dieses Game. Guck dich mal die Kanten an, ja. Mit null Glättung. Schade eigentlich. Click on the chat icon to talk. Thanks, dear. Now tell me, what's underneath all that cup? Are you a boy or a girl? Ich bin ein Junge. Oh, das habe ich mir gedacht. Jetzt lass mal die Kacke nach dir runterholen. Oh, guck mal. Oh. Ich habe ein wunderschönes offenes Hemd mit wunderschönes Haar auf meine Brust und mein Haar ist wunderschön auf die Kopf. Oh, das ist viel besser. Oh, Castaway Paradise hat eine Menge Früchtebäume. Aber die wurden mit dem Sturm kaputt gemacht, die meisten. Also, naja, zum Glück können wir neue Pflanzen. Hihi, ja, wir sind glücklich. Als erstes brauchen wir einen Apfel. Ja, Apfel. Geh zu dem und pflück den Apfel. Seht ihr die Maus? Ja, ihr seht die Maus. Klick den Icon. Oh, und jetzt klick auf den Apfel. Yeah. Und jetzt werden wir wieder chatten. Richtig krass vorwärts. Now let's use the apple to grow a new tree. You can borrow my tools. Okay. Ah, jetzt hier Schaufel auswählen und dann da drauf schaufeln. Zack. Und jetzt können wir dort den Apfel reintun. Alles klar. Also wie gesagt, das Spiel ist eigentlich ein bin ich ein bisschen zu laut teilweise. Das wird der Kompressor am Ende schon richten, hoffentlich. Jetzt müssen wir noch gießen. So. Das Spiel ist eigentlich halt ein Handygame, wo man auch Ingame-Währung kaufen muss mit echtem Euronengeld. Soll ich nochmal gießen? Okay. Oh, krass. Muss das denn dafür gleich pflücken? Na, geht nicht. Und das gibt es halt auch für den PC. Das kostet, glaube ich, 20 € oder so in der Richtung. Ich glaube, da ist der ganze Krempel schon drinnen. Und dann dachte ich mir, wir gucken uns das jetzt hier einfach mal an. Ich habe es ja schon mal auf dem Handy angespielt, als mir mal langweilig war. Und ja. Schlecht war es nicht, aber du musst dir halt viel mit Geld kaufen. Okay, du kannst jetzt hier bleiben, wenn du willst. Natürlich brauchst du aber erstmal einen Platz zum Schlafen. Oh, oh, wir haben hier ein altes Zelt. Mann, da kannst du doch drin schlafen. Oh ja, das ist ja super. Ich wollte schon immer mal zelten auf einer fremden Insel, wo Tiere leben. Oh, das ist immer ein Anfang, Honey. Später werden wir dir ein normales Haus bauen. Aber als erstes musst du mal deine Nachbarn kennenlernen. Wuhu!
Ja, Gems, 150, Watering Gun, eine Schaufel, eine Rakete, ein Rechen und 5-mal Korn. Juhu, continue. Oh, Reward, play the game every day to get blah. Mhm. You're going to live here. You should really meet the other Islanders. Mm. Talk to Argus, Emilia and Gustav first. They might have all kind of... Ja, okay, gut. Gut, ich würde jetzt hier ganz gerne eigentlich mit WASD... Oh, jetzt darf ich mit WASD laufen. Mhm, guck mal, ich bin zu langsam. Wasser. Oh, da kriege ich einen Glücklichpunkt. Guck mal, dann läuft ja nicht so ein Timer ab. Nein, okay. Was ist denn das für ein Quatsch? Wieso? Ist meine Maus immer wieder mal kurz zu sehen, wenn ich hier mit WASD steuere? Was ist das für ein Quatsch? Na, dann machen wir das halt so. Geht sowieso besser, habe ich das Gefühl. Hier, Baum. Apfel sammeln. Jawohl. Hier, packen wir das Ding wieder weg hier. Okay, das geht doch ganz gut, das Spiel. Ja, lebt. Jetzt muss es doch wieder wässern. Können wir irgendwie die Kamera drehen? Offensichtlich nicht. Auszoomen können wir. Wow, Neisigkeit. Guck mal, da drüben ist noch eine andere Insel. Da kommen wir bestimmt auch irgendwann hin. So. Kann ich mir alles schön gießen. Ja, das ist so ein bisschen... Ich vermisse Animal Crossing. Ich möchte endlich einen neuen Animal Crossing Teil spielen. Hallo, ja, Winky Winky. Deswegen habe ich mir das Spiel nicht bloß gekauft, weil ich irgendwie was für mich Neues haben wollte. Das Spiel ist natürlich schon etwas älter. Bonjour, I am Gustav, the boulange, the baker. Nice to meet you. But like you, I'm not from this island. I'm from Frosthäusenland. But don't worry, the Islands are very kind and welcoming. Well, except Agnes, I guess. ja, Routine, bla, ja, okay. Ach, wahr. Ja, okay, cool. Soll ich jetzt hier das mitnehmen? Ich darf das kaufen? Für Rupees. Lass mit dem Pinguin hier reden. Oh, hallo, ich bin Polly. Ich hoffe, du findest dich hier wohl und kannst dir richtig krasse Sachen kaufen. Und verkaufen natürlich. Das ist doch toll, oder? Du musst bloß vor das Item laufen und dann musst du es angucken. Und dann kannst du mit mir reden. Und dann kannst du bei mir Geld ausgeben, ne? Okay. Bananenschale? Das kann ja wohl nicht sein. Oh, das Spiel ist so unfassbar langsam. Oh Gott. Ein Affe. Hallo, Affe. Ja, Affe. Ui, verzeihung. Oh, guten Tag. Mein Name ist Agnus. Weißt du denn, wer ich bin? Ein Ninja-Roboter natürlich. Hahaha, mit wem sprichst du denn? Ich bin ein Affe. You have made 100 minutes. Ja, okay. Bla, bla, bla. Okay. Danke. Wir sollen erst nur mit dem Dude reden. Der Pfeil zeigt zu dem nächsten Typen, den wir ansprechen müssen. Das ist ein Feature, das hätte ich mir bei Animal Crossing damals gewünscht. Howdy Quark. Mein Name ist Amelia. Ich bin die Zustellungsdame. Ich bin sicher, auf dieser kleinen Insel... ich bin sicher, dass es eine kleine Insel ist. Naja, vielleicht auch nicht die schönste. Aber ist ja auch egal. Aber sie ist warm. Und es gibt hier einen Bäcker. Also, wir wuppen das schon, oder? Naja, ist ja auch egal. So ein hübsches Gesicht wie dich jetzt sind, ist super. Aber die meisten, die in Leo leben, die gucken nämlich komisch. Sehen die nämlich aus. Ne? Also, wir sehen uns dann später irgendwo. Tschüss. Oh Gott. Du. Was gibt's denn hier? Will mich wieder mit deinem Schwein reden. Oh yeah. Hast du alle kennengelernt, ja? Naja.
Jetzt, wo du die alle kennst, kannst du eine Menge Sachen machen. Danke. 800 Gems haben wir bekommen, okay. New Dailies. VIP. Become a VIP. Bittungskatalog. Archivements. Oh, okay. Da geht mein Steam-Dingens auf. Ist natürlich clever. Outfit. Können wir nicht unsere Kollegen drehen? Schade. Ja, okay. Alles klar. Es gibt Hüte und so. Meine Brille. Die kostet 1000. Ich will jetzt eigentlich gucken, ob ich hier diese Rupees kaufen muss. Irgendwo vielleicht doch mal mit echt Geld oder so. Quiet. Oh. Okay. Ich habe so das Gefühl, Quiet heißt, wir beenden das Spiel. Ups. Ja. Zu viel dazu. Gut. Autoladen funktioniert auch schon mal. Oh, guck an. Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier? Was ist das? Quit. Ich muss hier oben rechts. Das ist ja gemein. Okay, ich finde jetzt hier zumindest nichts, wo ich diese Dinger hoch kaufen könnte. Mal gucken. Wir gehen zuerst mal wieder raus. Und ja hoch. Ui, was ist hier los? Oh, da können wir uns den glücklich abholen. Yeah. Level 2. Dafür bekommen wir Gems, eine Orange, Pumpkin, bla 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 und eine ganze Menge anderen Stuff. Okay. Ja, ja, ja. Wir reden gleich mit dir, Rudolf Rodowski. Hallo. Ah, bonjour. Hallo noch einmal. Wir lassen hier vieles Essen wachsen und das kannst doch du. Du musst nur ein bisschen von den Mais anpflanzen, wie man so bei euch sagt. Ah, ja, viel Glück. Okay, continue. Kann man hier nicht die Kamera drehen, ey? Was für ein Sheet. Oh, guck. Ah! Kann man sich ein bisschen umgucken. Gibt's ein Boot und ein U-Boot. Ah, guck, hier ist eine kaputte Brücke. Und dann kann man das Ganze hier noch ein bisschen... Ist ja fies, jetzt kann man sich so richtig krass spoilern, ne? Ah, aha. Aha, aha. Danke, danke. So, weiter geht's. Was ist das? Use your rack. Okay. Mit unserem Rechen. Da. Machen wir gleich mal ein bisschen mehr. Ach, ist das kompliziert. Okay, das anklicken, Korn. Wusch. Der macht's einfach drauf, das ist ja witzig. Wasserkanne. Gießkanne meine ich. Bessern. Bessern. So, das dauert jetzt einen Moment. 60 Sekunden, um genau zu sein. Da können wir noch ein bisschen mit anderes bessern. Ich schätze ein bisschen, dass ich hier dahin klicke, wo er hinrennt und dann mir dann nicht gleich angezeigt wird, schon unterwegs, was da gemacht werden kann. Oh, guck mal, hier ist eine Statue. Sexy. Da können wir noch was wässern. Ah, das ist der Baum, den man wässern kann. Ah. Na, ist der Mais schon fertig? 30 Sekunden noch. Hat mir das jetzt hier irgendwo mal wieder angezeigt, wie lange ich hier noch warten muss? Was für ein Quatsch. Ah. Ah, ich muss nochmal draufklicken und dann geht das. Jetzt können die nochmal wässern. Mhm. Jetzt müssen wir 3 Minuten sogar warten. Boah.
man was ein Eitel geben. Da los. Ein Silon, Junge. Ah, guck. Ah, okay. Alles klar, also das ist doch keine Echtgeldwährung hier jetzt gerade. Aber ich weiß, im Handyspieler gab es doch sowas wie Echtgeldwährung. Oder verwechsel ich das mit einem anderen Spieler? Gab auch noch irgendein anderes Spiel, wo man mit einem Piraten rumgesteuert ist. Bravo, you have lost the coin corps. If you see, er war da drauf bei genommen, die Krupp. Oh, jetzt ist er verwandelt von einem Franzosen zu einem Russen. Naja, okay, alles klar, gut, danke schön. Continue. Thanks. Zack, Mann. Cool. Tasche. Outfit. Schuhe. Ah, guck. Equip. Jetzt haben wir coole Schuhe an. Brille. Yeah. Oh, lol. Okay. Ich bin ja dafür, dass wir irgendein Oberteil kaufen. Warum kann ich mir hier ein Dirndl-Oberteil kaufen für einen Mann? VIP, was bedeutet das? Werde VIP. Ja, okay, wie kann ich VIP werden? Schön. Katalog-Discount. Cool. Danke. Check's nicht. Ah, bonjour, du kleiner Grashüpfer. Ah, du musst dich doch über eines wundern, oder? Was ist denn mit diesem Gustav? Eine große Elch, aber er ist mir so ruhig. Und dann ist er auch noch ein Bäcker. Was macht er nur in seinem ganzen Leben? Was ist seine Geschichte? Ah, ich werde sie dir erzählen. Das war, ich war einst eine einfache, wie sagt man, ich habe die Wort vergessen, eine Elch. Aber ich war sehr talentierter Bäcker, ja, weißt du. Als ich 8 Jahre alt war, hatte ich meine eigene Backshow in die Television, in die Fernsehen, wie man bei euch das schön sagt, ne? Ah, dieses Talent hat mich so reich gemacht und dieses ganze Geld und ich hatte immer mehr und mehr und es ging immer weniger um Brote. Und dann irgendwann hatte ich das perfekte Investigmore und dann gab es nichts weiteres, was ich machen konnte, um noch reicher zu werden. Und dann habe ich alles verloren, natürlich. Es ist eine tragische Geschichte, habe ich ja vorher erwähnt, oder? Habe ich nicht erwähnt, ja. Und eines Tages habe ich halt mein ganzes Geld verloren. Ich hatte gerade noch genug, um zu essen. Ja. Und dann habe ich mein Bestes gegeben, um ein Leibbrot herzustellen. Und das hat immer noch genauso Spaß gemacht, wie früher, als ich noch nicht so reich war. Oh ja, das hat mir noch mehr Geld gegeben. Blablabla. Halt die Fresse, du hässlicher Elch. Mann, das war ja langweilig. So, was geht jetzt hier ab? Kann ich euch schon wieder? Ja, guck mal da, Korn. Okay. Ha. Muss ich noch weiter wässern? Oh. Okay, dann können wir noch weiter recheln. Müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Also, wir greifen jetzt hier noch ein bisschen um und dann lass mir das erstmal für diese Folge gut sein, sozusagen. Ich frage mich, was man hier jetzt noch alles so machen kann. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht klar. Wenn man dran denkt, dass es vor allem auch ein Handy-Game eigentlich ursprünglich ist. Oh, guck mal, Level 3, das ist ja toll. Blablabla, ganz viel Stuff. Lululululul. Danke. Von wie viel Korn habe ich denn eigentlich dabei? Kann ich das irgendwo gucken? Ist das hier irgendwo Inventory? Noch 2. Und dann kann ich Pumpkins anbauen und so. Okay.
War jetzt eigentlich so nicht mein Ziel, ne? Okay, jetzt haben wir Blumen. Ja, auch nicht schlecht. Hä? Musst du auch wie dieses Zeug anpflanzen können jetzt? I don't get it. Bei manchen Sachen kann man einfach draufklicken, um sie zu machen. Warum kann ich denn jetzt kein Korn mehr? Korn. Geht nicht mehr. Ich kann kein Korn mehr ansammeln. Aufsammeln, anpflanzen. Das ist ja blöd. Na gut. Gut, wir gehen jetzt hier noch hoch. Zu dem Pfeil. Und gucken mal, was hier passiert. Was hat denn die Alte noch zu sagen hier? Oh, mein Süßer. Es gibt einen ganz wichtigen Job. Ja, ja. Castaway Paradise wieder aufleuchten zu lassen, brauchen wir ein bisschen Dekoration. Wie man so schön sagt, wie der Alfonso da hinten gesagt hätte. Bla bla bla, wir müssen hier auch Fences machen, bla bla, continue. Ja, okay. Na gut, das machen wir jetzt ganz schnell noch. Los geht's. Aha. Ah, okay. Open the quick inventory. Aha. Place a fence. Ich habe das Gefühl, das ist verkehrt rum, oder? Ah. Okay. Alles klärchen. Probärchen. Sollen wir jetzt auch noch einen platzieren? Zack. Und da noch. Zack. Und den müssen wir noch drehen. Okay. Ja, ja. Hallo. Oh ja, das ist so viel besser. Ah, jetzt vertraue ich dir komplett. Okay, alles klar. Und Dino. Alles klar, auch schon freigeschalten. Enjoy the Islands Life. Alles klar, Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Castaway Paradise. Macht's gut und bis dahin und wie sagt man bei euch? Schausen.